Willkommen zurück in Foundation. Im letzten Part wurde ja schon schlechtes Wetter angekündigt. Und das ist jetzt da, wie man sieht, alles sehr regnerisch. Im letzten Part haben wir ja noch neue Wohnhäuser dazu bekommen. Ist ja echt schön. In diesem Part, da wollte ich jetzt mal gucken, weil Fischerhütten können wir jetzt bauen, aber wir haben natürlich jetzt nicht das Wasser dafür, ne? Also, das ist ja da hinten. Würde ich nämlich sagen, wir kaufen uns nach und nach hier die Sachen runter. Ich werde wahrscheinlich in den späteren Parts, ne, wenn viel Zeit vergangen ist und wir schon viel hier erreicht haben, werde ich auf jeden Fall viele Sachen immer wieder umbauen. Also die würde ich dann abreißen. Ne? Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. So, ich würde nämlich jetzt noch ein Stückchen dazu kaufen, weil wir haben ja jetzt genug Geld. Und wie gesagt, wir können ja jetzt Fischerhütten bauen, deswegen würde ich jetzt versuchen, den Strand zu erreichen. Ich glaube, hier wäre es eigentlich ganz gut, wenn wir hier runter gehen. Ich glaube, das hier ist weiter, scheint mir. Dann kaufen wir uns das hier jetzt. Okay, noch zwei Stück brauchen wir. Ich glaube, dann sind wir schon am Wasser. Okay, bauen wir denn unser Holzfäller? Ach, hier. Hier unten ist der. Okay, den würde ich jetzt wegmachen. Sägewerk, der kann da bleiben. Dann würde ich den nämlich hier unten das Holz benutzen. Was mache ich denn da? Hier bauen. So. Holzfällerlager. So. Den machen wir dann hier unten hin. Und ich werde jetzt auch wieder ein bisschen Werkzeug wieder einkaufen, weil das habe ich ja im letzten Dings ausgemacht. Und jetzt haben wir ja nicht mehr so viel. Ich glaube, so ist das richtig. Bin mir nicht ganz sicher, aber wir werden dann einfach darauf achten, ob das mehr wird oder weniger. So, machen wir mal ein bisschen schneller. Damit sie das hier hinten aufbauen. So. Achso, da ist nur einer. Achso, okay. Den machen wir jetzt weg. Und das würde ich auch wegmachen. Okay, da sind die, glaube ich, jetzt schon automatisch eingestellt, ne? So, dann machen wir das Pinseln hier wieder neu. Aufforsten, das kann auf jeden Fall hier weg, weil da hier hinten ist genug Wald jetzt. So. So, könnt ihr euch jetzt hier richtig schön austoben. Da habt ihr jetzt mehr als genug Wald. So, ein Forstgebäude, ein neues werde ich jetzt erstmal nicht bauen, weil wir da hinten haben wir jetzt genug Wald. Würde jetzt nur mehr kosten, wenn wir das jetzt aufbauen sofort wieder. Oh, wir haben jetzt fast wieder 500. Wir könnten jetzt nochmal so ein Stück kaufen. Oder wir sparen jetzt gleich 1000, dass wir uns dann sofort hier komplett hier... Ich denke 1 und 2, das könnte knapp werden, ne? Andererseits wird wieder weniger. Naja... So, wie ist das hier mit dem Brot? Haben wir genug Brot? 40. Okay, hier haben wir 165, das ist auf jeden Fall genug. Oder kann man jetzt schon welche bauen? Also ich weiß, dass ich das immer so am Wasser gebaut habe, aber vielleicht reicht das auch, wenn man die schon so baut.
Vielleicht laufen sie dann einfach zum Wasser hin. Kann natürlich auch sein, ne? Probieren es mal aus. Weil ich finde es komisch, dass man die jetzt schon bauen kann, wenn man eh noch kein Wasser hat, ne? Ach genau, den Bergfried hier sehe ich gerade. Den sollten wir ja auch noch bauen. Das wollten wir auch eigentlich in diesem Part machen. Hab das irgendwie so ein bisschen vergessen. Den Bergfried. Wo kann man den bauen? Ach, das ist glaube ich hier, ne? Herrenhaus. Berg, jetzt in der Bergfried. Okay, wo bauen wir den denn hin? Ich würde sagen, den bauen wir hier so hin, oder? So. Tür A. Machen wir so. Soll ja schon so ein bisschen gut aussehen, ne? So. So ein paar Flaggen hätte ich ja schon gerne. Das kostet dann natürlich auch immer mehr, ne? Stein hätte ich gerne. So. Das reicht. Man kann die ja nach und nach noch mehr verbessern. Okay, dann baut mal auf. Dann zu schließen, Leute, fertig. Fischerhütte ist fertig. Okay. Stellen wir mal jemanden ein. Ich bin gespannt, ob da wirklich dann zum Meer geht. Wahrhaftig, der geht echt zum Wasser? Ja, der geht echt zum Wasser, das ist ja... Okay, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Ich würde sagen, dann bauen wir nämlich gleich noch einen zweiten. Weil der so einen langen Weg hat, ne? So. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das funktioniert. Gut, dann können wir nämlich Fisch auch verkaufen, das bringt natürlich auch wieder Geld. Hier geht das ja bearbeiten. Jetzt überlegen. Hier vielleicht. Bau beginnen. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon echt viel gebaut, ne? So, also so langsam kommen wir dahin, wo ich immer sonst auch immer festhänge. Ist das nämlich gar nicht so wichtig, dass wir hier jetzt unbedingt zum Wasser hinkaufen, ne? Uns hinkaufen. Spart natürlich dann auch wieder Geld. Weil das wusste ich nämlich vorher nicht, dass man die einfach so setzen kann. Ja. Gut zu wissen. Okay, jetzt haben wir auf einiges auf jeden Fall zu tun, was wir aufbauen müssen. Wir gucken, ob wir hier ein paar Arbeitslose haben. Arbeitsplatzliste. Haben wir hier welche, die nichts zu tun haben? Kann man das denn nachgucken? Irgendwo konnte man das nachgucken. Was ist das denn hier? Ach so. Oh, cool, wir können wieder hier befördern. Also wir können es uns eigentlich leisten, alle zu befördern. Deswegen würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Alle befördern. Hat zwar jetzt viel Geld gekostet. Aber ich weiß nicht, was das bringt, wenn man die befördert. Ich denke mal, dass die dann bestimmt besser arbeiten und so, könnte ich mir vorstellen, ne? Das Fenster. Dorfinformation. Kann das sein, dass sie so ein bisschen verändert haben durch Updates oder so? Ich komme mir das so ein bisschen anders vor. Dorfbewohnerliste, ne? Das ist doch hier. Ah, hier unten sind ganz viele Arbeitslose.
Ein Holzfäller. Schreiner. Weber, Schneider. Baumeister, genau, das wollte ich nämlich. Noch ein paar Baumeister einstellen, damit alles bis schneller aufgebaut wird. So. Ein Gesandter. König helfen. Haben wir sogar schon da. Kriegen wir gleich wieder ein bisschen Geld. Hat er jetzt schon ein bisschen Fisch gesammelt? Jo. Okay, das Teil ist leider hier noch nicht fertig. Wir können jetzt hier auch Fisch hinmachen. So. Brot haben wir genug. Beeren haben wir ein bisschen wenig, ne? Ich glaube, wir müssen echt mehr Beeren haben. Da können wir noch einen einstellen. Müssen wir vielleicht noch einen zweiten Sammelplatz finden, ne? Für Beeren. Das wäre hier unten. Zwei neue Dorfbewohner wieder. Der Markt ist fertig. Cool, wir können jetzt den Fisch verkaufen. So, da müssen wir noch jemanden dafür einstellen. Hier unten. So. Boah, fertiggestellt. Wohnhaus. Ne, dem hier eine ist, ne? Dass er aufbauen mussten. So, jetzt können wir hier auch nochmal einen Fischer einstellen. Das sieht ja komisch aus, ne? Noch nicht ganz fertig. Bin gespannt, wann das schlechte Wetter wieder weggeht. Guck mal, wir haben so gut wie gar kein Holz mehr. Stellen wir Schreiner ein hier. Und ich denke, jetzt bauen wir auch wieder ein neues Förstergebäude. Weil der Wald wird wahrscheinlich auch schneller weggeholzt werden. Sammelhütte, Holzfäller, Brunnen, das war irgendwo in, unten, da. Förster. Also Beeren haben wir auf jeden Fall zu wenig. Und da müssten wir also drauf achten, dass wir dann da auf jeden Fall nochmal so ein... Ach hier, das hier wäre gut, glaube ich. Könnten das sogar schon kaufen. Machen wir dann jetzt auch. So. Sammlerhütte. Ich muss ja sagen, wie sie manchmal die Wege ziehen, das finde ich ein bisschen blöd. Manchmal so planlos. Das ist immer noch nicht fertig. Den fehlt wahrscheinlich die Holzbretter, ne? Weil davon haben wir ganz Zeit nicht genug. Wir können natürlich auch die Produktion ein bisschen erhöhen. Zum Beispiel hier unten könnten wir auch nochmal einen Holzfäller hinmachen. Na, und so ein Sägewerk. Möchte ich noch eins. Ach, machen wir, komm, das machen wir jetzt hier hinten hin, weil da hinten haben wir ja schon einen. So, dann machen wir das hier auch noch. Einmal das hier. Und den Wald. So, dann haben wir auf jeden Fall jetzt bald viel mehr Holz wieder. Guck mal, wie viel Kleidung wir haben, ey. 200. Hier könnten sie eigentlich noch ein
glaube, das kaufe ich jetzt auch noch. Dann können wir nämlich da auch noch mal ein bisschen ausbreiten. Können sie dann nämlich auch noch ein paar Häuser hinmachen, wenn sie halt mehr brauchen. So. Ich denke, das reicht jetzt erstmal. Gucken, dass das jetzt erstmal alles aufgebaut haben. Okay, jetzt haben wir nicht mehr genug. Machen wir davon einen. Machen wir da zwei weg. Weil wir brauchen gerade mehr Beeren. Beeren sind ja wichtiger als das Holz. Das ist schon sinnsam sammeln. Haben wir auf jeden Fall viel Geld jetzt ausgegeben, ne? Wir sind auch ganz schön gewachsen von der Größe. Haben auch ganz schön viel schon beansprucht. Von der Fläche. Ah, der Bergfried ist fertig. Okay. Das hat euer Bergfried bemerkt und könnte euch um eine Militäraktion ersuchen. Ich weiß gar nicht, wie das so wirklich funktioniert mit den Soldaten ausbilden. Soldat zuweisen. Aber das doch nicht ausbilden, ne? Weil wir haben ja noch gar keine Soldaten. Muss man das hier irgendwie machen? Gebäudeteile. Raum, um Bauplan zu studieren und dessen Geheimnisse zu entdecken. Ja, können wir eigentlich ruhig machen. Gelehrter Anna. Hier untergebracht, zählt den Punkt Gebäudeteile um 2. Okay. Ich weiß nicht genau, wie man welche ausbildet. Ah, oder muss man hier diese. Muss man diese Sachen hier vielleicht kaufen? Kann ich mir zwar nicht vorstellen. Ich glaube, das ist mehr so Dekoration, ne? Fahne. Mal gucken. Ob das jetzt was gebracht hat. Da ist ein Soldat. Seinen Arbeitsplatz anzeigen. Aber gar keine Kirche? Oh, kann das sein, dass wir gar keine Kirche haben? Und gar keine Kirche. Die haben gar keinen Glauben. Ach, das wollen sie auch noch gar nicht, ne? Deswegen haben wir wahrscheinlich noch gar nicht. Ach, ich glaube, wir können auch noch gar keine bauen, oder? Kirche. Ach, das ist ja hier. Doch, Dorfkirche können wir schon bauen. Warum haben wir es noch gar nicht gebaut? Habe ich das irgendwie vergessen? So, haben wir wieder ein paar Leute befördert. Würde ich nämlich sagen, wir bauen jetzt noch eben eine Kirche, weil das brauchen sie nämlich nach der Zeit nämlich auch noch. Hauptgebäude. Obwohl, eigentlich müssen wir ja einen Auftrag kriegen, ne, das zu machen. Ich baue jetzt einfach mal eine. Ach, guck mal, da wird jetzt gerade ein Haus hingebaut. Wollte ich jetzt gerade die Kirche hin machen. Oder hier hin. Hier wäre auch gut, ne? Ich meine, so eine große Kirche soll das ja gar nicht werden. Ist eine Dorfkirche. Tür B, Tür A hier. So, machen wir das. Dann noch ein Türmchen. So. Dann so ein Kreuz. So. Ich denke, das reicht schon. Das soll ja nicht zu viel kosten, ne? So. Kriegen sie nämlich jetzt eine Kirche auch noch.
Mal gucken, mal gucken. Stellen da mal mehr Leute ein. Bin ich nicht genug Steine. Holz haben wir immer noch nicht genug. Okay, da können wir keine einstellen. Wir auch nicht. Wir haben halt keine mehr. Wir haben auch nicht viele Einwohner, ne? Ach, das ist die Einwohnerzahl. 48 haben wir. Das ist ja wirklich wenig. Dabei ist das Dorf schon so groß. Wohnhaus fertiggestellt. Ach, guck, das haben wir gar nicht, habe ich gar nicht bemerkt hier. Schade. Wir haben echt schon viele Häuser, ne? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ne, das ist, glaube ich, 1 hier, ne? Oder sind das 2? Ne, das ist 1. Dann sind es 9, meine ich, wären es dann. Wir haben ja 2 neue Leute. Okay, das ist schon voll. Dann stellen wir sie hier hin. Ja, das waren ja schon 2. So. Wie das aussieht. Die brauchen auf jeden Fall sehr viel Stein, ne? Hammer, okay. Müssten wir eigentlich alles da haben. Außer die Steine, die könnten ein bisschen knapp werden, ne? Sind sie noch irgendwo woanders am was bauen? Nee, ne? Oh, das Wetter ist wieder gut. Sieht doch gleich schon viel schöner aus, ne? Also ich muss sagen, wenn jetzt das Wetter gut ist, ey, das ist ja vielleicht eine Farbenpracht hier. Ja, saftig grün alles. Richtig gut aus. Eine neue Militärmission ist verfügbar. Ich habe keine Ahnung vom Militär. Ich habe das noch gar nicht. Mission anzeigen. Ich bereite meine Truppe vor und entsende sie sofort. Nee. Erfolgswahrscheinlichkeit unmöglich. Guck. Ich weiß nicht genau, wie man seine Leute ausbildet. Ich glaube, die muss man doch irgendwie ausbilden, ne? Rang Neuling. Wir wollen auf jeden Fall eine Kirche haben. Und die ist ja bald fertig. Ich muss mich da irgendwie noch mal ein bisschen zurechtfinden mit den Soldaten. Ich warte jetzt noch eben, dass die Kirche aufgebaut ist. Dann ist der Part auch schon wieder vorbei. Bei den letzten 2 Parts haben wir jetzt schon wieder echt viel geschafft. Die ersten beiden sind ja schon länger her. Ich habe jetzt eine längere Pause gemacht. Aber ich hatte auch gar nicht vor, Foundation richtig schnell, also regelmäßig zu bringen. Immer so ein bisschen, wenn ich mal Lust habe auf was anderes. Genauso wie mit Cities Skylines wollte ich ja auch jetzt nicht mehr so regelmäßig bringen. Mehr so ab und zu, wenn ich mal Lust drauf habe. So. Fehlt denn jetzt noch ein Werkzeug? Holt euch schon das Werkzeug. Ich glaube, man kann aber auch irgendwie das Dach irgendwie kann man, meine ich, auch noch mit einer anderen Farbe. Ach, oder ist das bei dem anderen? Ich glaube, das ist doch bei dem anderen. Weil es gibt später auch noch so eine Stadtkirche oder so. Die Kirche, wir haben jetzt die Kirche.
eine Stufe erreicht. Dorfkirche. Zusätzliche Gebäudeteile. Okay, die ist jetzt fertig. Ich weiß später, dass es noch eine andere Kirche gibt, die man auch noch bauen kann. Okay. Leute, dann hören wir hier auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal in Foundation. Tschüss.